Maggie. They've extended my tour another 6 months. This is about maintaining unit cohesion in a time of war. The same excuse as last time. So it's another 6 months. And then, 6 months after that, over and over, I don't think they're ever letting us go home. Sehr emotional. Ich habe übrigens keinen Plan, was er gesagt hat. Denn mein Englisch ist ja brillant. Wieder gewaltige Action. Jetzt. Nee! Waffe, hat wohl nicht mehr so eine dicke Fresse, wa? Oh, ich bin heute ein bisschen gesprächsfaul. Eine Höhle oder ein Tunnel oder wo man die Rohre wegschießen kann. Gondola's down. Gotta get this thing powered up. Hey Captain, hang back a sec. I'll check it out. Wieso ich? Plasmakanone. Aufladen und abfeuern. Ja, ich glaube, dafür werden wir das Magnetgewehr mal weglegen. Ich demonstriere mal kurz. Kennt ihr mit Sicherheit aus Part 1. Wir machen sofort weiter im Programm. Ich muss nur eben kurz... Da schreit er gerade danach, weggemacht zu werden. Eine Munition mehr. Gut, das bedeutet nur eins. Gleich haben wir ihn. Ich spüre es. Boah, gleich haben wir ihn wirklich. Oh. Ja, wir haben ihn. Nein, fuck, das wollte ich nicht. Gut, kommt davon, wenn man rumspielt. Oh, raus da. Das Gewehr mitnehmen. Komm, muss man wieder pimpen. Oh, wir können es wieder pimpen, ey. Aber es ist natürlich auch normal, wenn wir... Sam bietet eine visuelle Anzeige der feindlichen Lebensdaten. Ist uns egal, ob sie sterben oder verringern. Die Genauigkeit des Feindes, wenn sie ausweichen. Den Schaden, den sie dabei abbekommst. Negative Auswirkung von Wiederholten. Nehmen wir das mal, um die Genauigkeit zu erhöhen. Ja. Gut, untersuchen. Cool, die werden einen Hebel ziehen. So, ab in Anzug rein. Haha, weggeschleudert! Mit Nahkampfangriff, schön auf die Fresse hauen. Die Gondel ist bereit. Eine Gondel? Boah, fett. Eine Gondel. Wow, oh ja, puh.
Und schon mal, dass ich über dir stehe. Okay, das war ganz ein bisschen spannend. Ja, da sind wirklich überall. Keine Ahnung, irgendwie gibt es einen Spruch für. Wow. Schnell aussteigen. Code Blue! Evacuate the tunnel! Ja, warte. Watch your flag! Cool. Good! Damn it! Bravo is down! I repeat, Bravo is down! Okay, Leute, wir kommen. Captain, we've got a gondola incoming. Covering fire. Get that ambulance secured. Bastion elevators less than 2 clicks ahead. Move out. Okay, Digga, komm. You come across any survivors, Captain? Not one. Reports are the initial attacks began near Bradbury Canyon. Wo bin ich? Na, oh Gott, ey, Scheiße. Nein! Ich muss ja rumspielen. Was war Barschrott? Ein Haufen Schrott. Mit dem kannst du dir alles kaufen. Come across any survivors, Captain? Not one. Reports are the initial attacks began here. Jetzt einmal gucken. Marauders were behind us. I knew it. There's a recon patrol headed out to the surface. We'll have proper intel. Gut, lass mich einfach mal da stehen. Ausnahmsweise. Bin ich normalerweise voll gegen, aber diesmal geht's nicht anders. Marsch vor. Was sind das für Viecher, ey? So, der ist dann mal weg. Whoa! Bugs towards the generator. We're screwed. I can fix it. Okay, den hätten wir dann auch schon mal erledigt. Das haben wir auch erledigen. Soll ich wohl anscheinend was reparieren? Mach ich auch gleich. Ich wollte nur gucken, ob da was ist. Okay, hier ein bisschen, da ein bisschen.
Den Anzug zieh ich nie wieder aus. Hier ist ein Barschrott. Und da, ha, guck das doch mal hier da. Barschrott. Barschrott. So, mit dieser Taschenlampe. Jetzt nachher wieder irgendwo runterfalle. Hier soll ich was reparieren. Sind wir heute wieder witzig, ey. Ich habe gerade herausgefunden, wie man diesen Spezialschlag macht. Na, bin ich nicht intelligent? Hier eine Treppe runter. Das soll ich schon reparieren. Bevor ich das mache, will ich aber erstmal das einsammeln. Und was haben wir denn da? Okay, Plasma Bamba. Den brauchen wir noch, den haben wir auch noch. Das ist alles so eigentlich zu meiner Zufriedenheit. Jetzt reparieren wir dich mal.